Ich bin Christoph, bin 43 Jahre alt. Ich bin Ilona, ich bin 52 Jahre alt und seine Lebensgefährtin seit 2014. Klar, wir sind seit 2014 zusammen, da haben wir uns kennengelernt. Er hat also der Test ist von 2007, den er hat, den ich gesehen habe. Und seit 2009 ist er Rentner, Frührentner. Und so viel wie ich weiß, so viel auch seine ganzen Verwandten immer erzählt haben, ist die Geschichte aufgekommen, als seine Oma gestorben ist. Da hat man das Haus aufgeräumt, da hat man festgestellt, dass der Opa, wie man früher sagte, nicht verrückt war, sondern tatsächlich Huntington hatte. Das wurde da verheimlicht. Und zu dem Zeitpunkt, das muss 2005 gewesen sein, oder 2006, hatte er schon alle drei Kinder, die aus erster Ehe waren. Und seine jüngste war 2 oder 3. Und da hat er einen Test gemacht, wie viele andere seiner Onkel und Vater auch. Ich glaube, einer hat sich nicht testen lassen, aber 13 Leute inklusive ihm hatten es dann in der Familie. Das war 2007 und du warst da 28, 29. Du hast 5 Geschwister, 2 können es nicht haben, die aus der ersten Ehe seiner Mutter sind. Aber die 4 können es haben, 2 haben es, er und sein Bruder, die haben sich auch testen lassen, die anderen 2 haben sich nicht testen gelassen. Aber die anderen, also sein Vater ist dieses Jahr gestorben. Seine Tante weiß ich, da war ich schon bei ihm, das war 2016, nach 2-jährigem Leiden, sage ich mal. Die hatte wirklich einen sehr hohen CAG. Und der Einzige, der noch lebt, ist sein Onkel. Jetzt muss ich überlegen, ohne Namen zu nennen, 17, wird jetzt 18. Ich muss rechnen. 23 und 24. Und seine Cousine hat es nicht, die hat es testen lassen. Sie hat es nicht. Und sein Cousin könnte es noch haben und da ist noch eine Cousine dabei. Wissen wir nicht, ob sie sich hat testen lassen oder nicht, aber wer weiß, wie viele Kinder es noch gibt, die er halt nicht kennt, weil die Familie halt so ein bisschen auseinandergebröckelt ist. Und wir sind in Bochum halt in der Huntington Klinik immer eigentlich gut aufgehoben. Ist ein Haus- und Hofarzt, der immer sagt, Leibarzt, genau, sein Leibarzt. Und da haben wir auch direkt einen Draht hin, wenn irgendwas sein sollte. Mailen, nächster Tag spätestens einen Anruf. So haben wir schon Medikamentenumstellungen zu Hause gemacht und. Das funktioniert ganz gut. Er hat am ersten Tag mit offenen Karten gespielt. Er sagte, er wäre Rentner. Da habe ich gedacht, so, jetzt verarscht er mich. Ne? Zeigte mir einen Rentenausweis, habe ich gedacht, oh, er ist doch Rentner. Ne? Und dann hat er gesagt, was er hat. Da habe ich erst mal überlegt. Dann habe ich gedacht, ja, versuchen, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ja. Noch. Gucken, was kommt, genau. Ja. Ja, aber ansonsten, er hat damals zu mir gesagt, ich lebe noch 2 Jahre, dann komme ich ins Pflegeheim. Laut der Statistik waren es ja immer 15 Jahre. Er ist Anfang 15. Jahr und bricht eigentlich das, was laut Statistik ist. Ne? Also von daher, wir sind 2-mal weggeflogen und dahin, wo er auch hin wollte, das erste Mal nach Mallorca. Er hat gesagt, in seinem Leben möchte einmal nach Mallorca. Ja. Dann waren wir da. Aber er ist auf der Zugspitze sind wir gewesen. Wir sind wandern letztes Jahr noch gewesen. Ne? Ja. Städtereisen, so wie es auch finanziell möglich ist und. Wir versuchen schon vieles noch zu machen. Ne? Ja. Er hat sich ja auch versucht, anfänglich, da waren wir nicht zusammen, 3-mal das Leben zu nehmen, als die Diagnose kam und auch der CAG-Wert dann so hoch war. Und so wie wir uns kennenlernten, also da war er noch einmal im Krankenhaus und danach ist er auch nie wieder irgendwo da gewesen für irgendwas. Wann Depressionen ist, der hat immer Klinikaufenthalt, LVR-Klinik Bochum, LVR-Klinik, wieder irgendwo in der Psychiatrie und weiß der Teufel, also ich habe ja die ganzen Akten nochmal irgendwann richtig sortiert. Er war eigentlich immer von der Diagnose aus, bis dass wir uns kennenlernten, ja, alle 3 Monate in irgendeiner Klinik, weil er damit nicht fertig wurde. Und irgendwie? Nicht gesucht, aber gefunden, ja, ist einfach so. Ha? Besser geworden oder schlimmer? Besser. Besser, für ihn besser, ja. Ab und zu haben wir zwar mal Krach, aber das ist dann, wenn ich habe schon gegessen, nein, stimmt nicht, dann vergisst er das dann, aber ansonsten, ne, Schatz? Das läuft, ne? Ja, läuft. Läuft, genau, läuft. Nein, aber es ist wirklich besser, es ist, ich merke auch das Stabile und
Okay, ab und zu kann ich ihn dann wirklich mal erschlagen, ist einfach so. Ich habe von anderen Huntington-Angehörigen gelernt, wie man damit umgehen kann. Am Anfang hatte ich ihn, glaube ich, sonst nur so schön Sack gegen die Wand gehauen. Ne? Aber mittlerweile weiß ich auch, er kann nicht unterscheiden. Ich kann nicht sagen, willst du das, das oder das haben. Nein, ich muss fragen, willst du das haben? Wenn er nein sagt, ist okay, nehmen wir das nächste. Das kann er nicht. Ne? Das sind so alles Sachen, man stellt sich drauf ein. Ne? Und der blödste Spruch, der immer wieder kommt, alles gut. Egal wo ich bin, viele Huntington-Angehörige, alles, jeder sagt alles gut. Alles in Ordnung, alles gut. Das war 2015. Da bin ich in die Facebook-Gruppe gegangen für Huntington-Erkrankte und habe dann nachgefragt. Erst war er nicht davon erbaut, weil ich da geschrieben habe. Ich habe nicht geschrieben, dass er es ist, aber er hat das natürlich auch gelesen. Und dann hat sich jemand gemeldet, mit dem habe ich dann öfters telefoniert. Der hat es mir versucht zu erklären, weil er selber Angehöriger ist. Und irgendwann habe ich das angefangen zu verstehen. Und das fand ich dann toll, dass ich das verstanden habe. 2015 bin ich an die Kölner Gruppe gekommen, wo ich anfangs nicht regelmäßig war, aber seit 3 Jahren eigentlich regelmäßig immer bin, außer es ist irgendwas passiert, aber ansonsten immer regelmäßig da bin. Das hilft mir schon. Ab und zu ist er dann mit. Anfänglich wollte er irgendwo hin, wo Huntington drauf stand, weil er dachte immer, das sind die Leute, die gleich sterben. Und ich sehe das, was mir dann auch passiert. Irgendwann war aber dann, wie man nach Wangerow gefahren bin, ne? Ab da war so nach dem Motto, alles gut. Ich kann noch was machen, ich muss nicht unbedingt mit den ganz Kranken zusammen sein. Kann ich, wenn ich möchte, aber ich kann auch was anderes machen. Und ich habe da Sachen, die ich sonst nicht mache. Und seitdem ist er, ne? Oder? Ja. Ja. Seitdem fahren wir eigentlich konsequent mit, egal was kommt. In NRW ist das halt so, dass dann immer Seminare sind. Mal auf Wangerooge, jetzt waren wir in 1,5 Wochen, ja, nee, Montag in der Woche nach Lemmele. Dieses Jahr waren wir dann schon auf Norderney, ne? Bötchentür, alles mögliche so Sachen. Das hilft schon, die Angehörigen, die kommen ja immer wieder dieselben Leute zusammen. Und dann kommt immer, hast du schon gemacht oder kennst du das oder nee, kenne ich nicht, wie geht das? Und oh, gute Idee, muss man auch mal machen. Ne? Ja, durch die Huntington-Hilfe habe ich durch den Kontakt in der Facebook-Gruppe gehört. Und dann bin ich ja irgendwann erstmal zu den Treffen gegangen und dann sind wir in Bochum gewesen. Und dann sind wir dann beim Blumenschein. Ne? Beim Blumenschein ist ja da für Sozialsachen für die Huntington zuständig. Und da haben wir dann den Vertrag für die Deutsche Huntington-Hilfe unterschrieben. Und seitdem posteln ja auch immer diese Hefte rein. Und seitdem läuft es auch ein bisschen besser, ja. Dann liest er das auch schon mal und dann ist das in Ordnung. Ja, und dann halt die HD-Bass-Seite oder dann sind wir schon mal eingeladen in Bochum. Über die neurologische Ambulanz sind wir schon mal eingeladen oder durch den Professor Dr. Saft sind wir eingeladen für irgendwelches Symposium. Also irgendwo kommt da immer so ein Kontakt hin und her. Ich finde das toll, wenn man irgendwo involviert ist, irgendwo für Sachen zu machen. Finde ich toll. Sollte ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, weil viele jetzt auch im Bus habe ich erfahren, wie er hat Huntington, ist ja schlimme Sache für die Angehörigen. Es gibt eine Selbsthilfegruppe. Oh ja, hätte ich das mal gewusst früher. Ja. Ich denke mal, da waren auch Angehörige, die sowas gar nicht wissen. Viele sind alleine. Meine Neurologin hat mich auch darauf angesprochen. Da habe ich nämlich nächste Woche Flyer mit hin, für Anmeldeflyer für Angehörige und so für die Huntington-Hilfe, damit es jetzt wenigstens weitergibt. Letzte Woche sind wir da mit dem Bus gefahren und dann war eine Person da, die fragte, was er für eine Krankheit hat, weil er ein bisschen schwankte im Bus. Und da sagte er, hat Huntington, sagte, oh, Sie, arme Angehörige. Dann habe ich gesagt, wir haben auch Selbsthilfegruppen, wir können es austauschen. Dann sagte sie, oh, toll, kannte sie nicht, wäre toll gewesen, wenn es früher sowas gegeben hätte. Und ich denke mal, dass sehr viele Angehörige überhaupt nicht wissen oder sehr viele Kranke wissen, dass es so eine Huntington-Hilfe gibt, dass man sich untereinander unterstützen kann. Ich denke mal, das ist wichtig, sowas mal irgendwo zu, vielleicht durch Stände oder sonst irgendwo mal in Großstädten halt, auch wie Köln, wie wo wir wohnen, und irgendwo mal publik zu machen. Ich denke mal, viele wissen es gar nicht, viele laufen so rum. Manchmal denke ich dann auch in der Bahn, oh, bestimmt Huntington, aber nicht drauf ansprechen, lieber, die haben bestimmt irgendwas anderes. Oder aber auch in Gruppen, wenn ich da sehe, Demenz, oder man hat dann noch, man hat noch zusätzlich zur Demenz, hat man noch Parkinson diagnostiziert und ALS, da denke ich mir immer, Leute, ich sage, geht zum anderen Neurologen, nimm mal Blut ab, ich glaube, es ist schon eher Huntington. Ne? Also wie die manchmal schreiben, das ist dann keine normale Demenz mehr. Also viele werden als dement oder Parkinson-Kranke abgestempelt, obwohl es dann Huntington ist. Kriege ich auch oft mit. Und für ihn wünsche ich mir auch dann irgendwo, dass es noch ein bisschen länger so geht. Ne? Ja, jetzt bist du aufgeregt, deswegen die Zuckungen, so schlimm ist es zu Hause nicht. Ja, das ist halt. Von meinem Papa. Ja, das ist dann. Ne, Schatz?
Ja, alles klar. Aber dass wir noch ein bisschen länger haben, ne? Ja. Er muss noch ein bisschen zunehmen, sonst haben wir Krach. Schatz? Ja. Ab und zu vergisst er dann und sagt, ich habe genug gegessen, aber für ihn ist es halt zu wenig. Ne? Aber ansonsten alles gut. Ne? Pflegeleicht ist keiner. Wegen Mann und Huntington geht nicht, ne? Ist überhaupt nicht pflegeleicht. Ne? Gar nicht wahr. Gar nicht wahr, genau. Ja, ansonsten wünschen wir uns eigentlich nur, dass deine Kinder es nicht haben. Ne? Also die Kinder leben ja irgendwo anders, groß ist da kein Kontakt da, außer seine Tochter, die schreibt dann öfters bei mir als bei ihm, wie geht's dem Papa, alles gut, was macht ihr, ich komme irgendwann mal vorbei, aber die zwei Jungs, das letzte Mal, der eine ist seit 3 Jahren und der andere letztes Jahr zu seinem Geburtstag, das ist in einem Monat hat er wieder Geburtstag, danach hat er sich auch nicht mehr gemeldet, also das ist da ein bisschen ruhiger wird von denen ihrer Seite, ne? Ja, deine Jungs, dass ein bisschen ruhiger wird, erstmal für sie selber. Ja. Und dass sie mal irgendwo vielleicht mal psychologische Hilfe in Betracht ziehen. Weil die brauchen es wirklich. Und ihr Leben erstmal selber regeln, bevor sie sich irgendwo auf irgendwas stürzen. Also ich habe psychologische Hilfe gehabt, aber das hat auch andere Gründe noch gehabt, familiäre Gründe. Und auch vom Unfall her und bespreche das natürlich auch die Huntington-Themen damit. Er möchte nicht, weil er aus den FHR-Kliniken halt sehr falsch behandelt worden ist und sagt dann immer, Psychiater und Psychologen sind alle blöd, will ich nicht. Weiß ich nicht, ob es besser ist oder nicht besser ist. Er möchte es nicht, dann akzeptiere es halt, dann ist das in Ordnung. Aber ich finde es wichtig als Unterstützung, weil manchmal kommt man echt nicht weiter. Da braucht man einfach jemanden, mit dem man reden kann. Ne? Das ist halt Gesprächstherapie und das hilft mir sehr viel. Ne? Würde ich auch jedem empfehlen. Wofür habe ich dich? Wofür hast du mich? Genau, wofür hast du mich? Du brauchst keinen Psychologen, alles klar. Du bist echt der Burner heute. Also auch seine Kinder, die habe ich immer wieder dann an die Jugend Köln verwiesen. Wenn die nicht mit uns reden wollen, weil familiär und andere Meinungen und sonst so, sollten sich wenigstens damit austauschen, wenn sie schon zum Psychologen gehen, damit sie wenigstens jemand anderes haben, der die Krankheit kennt, auch wenn es nicht ausbricht, aber damit man wenigstens darüber reden kann. Wenn sie schon nicht mit uns darüber reden, damit sie wenigstens mit der Jugend Huntington reden können. Gibt es ja in Köln und ich habe mehrfach darauf verwiesen. Ich denke mal, seine Tochter nimmt das ja auch in Anspruch. Sie hat auch einen Psychologen, weil sie damit nicht klarkam, weil sie dachte, ihre zwei Brüder und der Papa würde sofort sterben, was auch Blödsinn ist. Aber sie hat gelesen, sofort tot, also es stirbt er morgen und dann die Brüder auch übermorgen. Und sie geht tatsächlich zum Psychologen und das finde ich toll, für das Leben selber nochmal in den Griff zu kriegen. Da sind wir nur jetzt beim Thema Testen, weil ich denke, das ist noch ein bisschen früh, aber da habe ich sie auch wieder dann an die Jugend verwiesen. Vielleicht haben die eine andere Meinung, vielleicht unterstützen sie. Sie oder sie uns, weiß ich nicht in der Redensart, aber ich hoffe mal, dass sie da selbst ihren Weg findet. Ich habe wohl gesagt, wenn sie Hilfe braucht, kann sie gerne auf mich zukommen. Ich vermittle gerne auch an Ärzte, weil sie muss den Weg nicht alleine gehen. Dafür bin ich da, habe ich auch versprochen, habe ich ihm versprochen, dass ich für seine Kinder da bin und muss mal gucken, ne? Ob sie wirklich auf mich zukommen. Die zwei Jungs glaube ich nicht. Nee, die Jungs sind mir egal, Behandler. Ja, die Jungs sind mir egal, ja klar. Die Jungs haben auch blöd mit dir alles gemacht, ja. Die haben ihn wirklich beschimpft und sind mittlerweile auch einer ist drogenabhängig davon. Und von daher nicht arbeiten, zu Hause, Papas Geld haben wollen. Und irgendwann war für ihn dann auch Schicht im Schacht. Und ja, und ich bin halt zu streng. Gegenüber seiner Ex-Frau bin ich halt zu streng. Auch mit meinem Sohn bin ich so. Aber das ist für die zu streng, weil die nie, weil die immer alles durften und damit kommen die nicht aus mit mir. Das ist halt, ich habe so eine Linie. Viel Freiheit, ist die Grenze überschritten, ist halt ein Problem. Ne? Damit kommen die nicht klar. Ne? Die hatten sonst nie Probleme, ja, dann wollten sie bei mir das Problem auch nicht haben. Müssen sie da bleiben. Dann ist das halt so. Nur seine Tochter, die sieht das genauso wie ich und dann, die kommt auch schon mal vorbei oder ruft an oder schreibt WhatsApp, schickt Bilder, ne Schatz? Kriegst du auch schon mal welche, ne? Ja, sie hat eine Angststörung und ich denke mal, deswegen habe ich sie auch dann an die Jugend verwiesen, weil ich denke, es ist besser, dann mit ihrem Alter oder ein bisschen älter zu reden, als wie mit Erwachsenen und auch nicht aus der Familie heraus, ne?
Das fand ich jetzt wichtig, dass sie das alleine mal irgendwo sagt, wenn du dann noch Hilfe brauchst, kannst du gerne auf mich zukommen. Ja. Nee, mehr kann ich nicht anbieten. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hoffe, dass sie es nicht hat. Mehr kann ich nicht machen. Über dich wissen sollten, über die Krankheit, denke ich mir mal, nur, dass die Leute nicht, wenn man ihn vor einer Entscheidung setzt, dann mehrere Sachen gleichzeitig, das kann er nicht. Das überfordert ihn, dann geht er. Oder aber wenn es zu laut ist, 10 Leute gleichzeitig reden, das kann er auch nicht, dann geht er. Dann verschwindet er, dann wird es nervös, dann wird er hebelig, dann steht er auf und wird dann wirklich wütend. Weiß ich nicht, ansonsten, ja, das hat aber nichts mit Huntington zu tun, weil wir waren ja eine Schluckambulanz. Also das hat dieses Schlucken, Verschlucken hat nichts mit Huntington. Das hatte seine Mutter auch, aber die hat ja kein Huntington gehabt. Der ist zu schnell, zu hastig. Weil jede Menge Kinder, es war nur ein Essen da, gucken wir als erstes, was hatte. Und das macht er heute noch. Und dann verschluckt er sich und jeder möchte ihm dann sofort ein Glas bringen. Und jetzt sitzt da und sagt, Schatz, trink mal in Ruhe. Und alles hastet und stürzt auf ihn ein. Ich sage, alles gut. Ne? Das ist so, wo ich denke, vielleicht dann ein bisschen ruhiger, gelassener, weiß ich nicht. Am Anfang war es auch Katastrophe, aber mittlerweile geht's. Ne? Einfach dieses ruhiger bleiben und bei ihm ist es tatsächlich dieses hastige Essen. Was er hat, ist halt ab und zu diese Parkinson-Überbewegung. Da versuchen wir immer mit den Medikamenten anders einzustellen. Jetzt sind wir auf halb, halb, halb immer Tabletten und es klappt ein bisschen besser. Aber wenn bei ihm Stresssituationen kommen, dann hilft tatsächlich nur Tavor. Die haben wir als Notfallmedikamente zu Hause. Von den ganzen 100 Stück habe ich bis jetzt, wie viel? Vier Tabletten raus, aber da habe ich immer ein Drittel. Weil die Tavor, ein Milligramm ist mir zu hoch. Dann habe ich hier immer in drei Stück, ich habe immer versucht zu vierteln, hat nicht funktioniert, also ein Drittel. Ne? Also dann haben wir die 2-3 Tage genommen und dann haben wir sie mir weggetan. Aber dann habe ich sofort in Bochum informiert, dass was passiert ist und dass wir die jetzt für 2-3 Tage nehmen und länger nicht. Und dann haben wir wieder, also den ganzen nie. Wir haben die als Notfall tatsächlich damals bekommen, als sein Sohn ihn damals so wüst nach einem Drogenrausch beschimpft hat. Das sind Beruhigungsmedikamente. Wirklich, das ist eigentlich Tavor-Wort gegeben, aber in 10-facher Dosis bei einer Psychiatrie, um die Leute ruhig zu halten. Und wir haben die tatsächlich, die 1/10 dann nochmal geteilt, damit er nur schlafen konnte, damit er wenigstens mal zur Ruhe kommt. Weil wenn er dauernd hibbelig ist, wird es ja jeden Tag schlimmer. Und ich saß wirklich davor den ganzen Tag und habe gedacht, was mache ich jetzt mit ihm? Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Und dann habe ich dann mit dem Arzt gesprochen und habe gesagt, was tue ich dann? Hat er gesagt, geben, bringt nichts, 2-3 Tage. Es ist die Situation eingetreten, die wir nicht haben wollten. Und dann ist es so, und dann mussten wir die 2-3 Tage, ne? Aber weniger als wie er gesagt hat. Und dann ist er wieder ruhiger geworden, dann haben wir es auch wieder abgesetzt. Ne? Also soll kein Dauermedikament sein, viele geben das Dauermedikamente, soll tatsächlich nur sein, wenn ein Notfall auftritt. Wie Beschimpfungen und Drogen und psychische Belastungen bei Huntington, zumindest bei ihm, führt tatsächlich zu Überbewegungen, zu teilweise auch Aggressionen, zu einfach nur zur kompletten Unruhe. Also da kann man tatsächlich nur mit starken Psychopharmika für 1 bis 3 Tage, je nachdem wie stark sie sind, runterregulieren und dann wieder absetzen. Das funktioniert leider nicht anders. Ist auch nicht mein Traum, dieses zu geben, aber in dem Moment geht es leider nicht mehr anders. Was Huntington-Kranken aber auch haben, immer nur eine Bezugsperson. Das ist komisch, mein Sohn ist auch da. Wenn ich nicht da bin, ist mein Sohn okay. Aber sobald wenn ich sage, ich muss jetzt mal eben zum Reha-Sport, dass mein Sohn sagt, das ist wie ein Magnet, hast du im Hintern. Er folgt. Nicht, Schatz? Er folgt, egal wo ich hingehe, er kommt hinterher. Vielleicht ist da eine Verlustangst hinterher, das kann ich nicht sagen, aber in dem Moment, er läuft hinterher. Ach, ja. Das ist einfach so. Und er weiß aber genau, dass ich wieder zurückkomme, aber er läuft, das ist wie so ein Magnet. Das ist so einen starken Magnet kenne ich gar nicht, aber ist okay. Es kommt drauf an, manchmal nehme ich ihn mit, wenn ich zum Reha-Sport gehe, das muss ich noch 2-mal die Woche machen, ab und zu kommt er mit, dann bleibt er halt auf dem Klinikgelände dann auf der Bank sitzen, das ne, machst du auch schon mal, ne? Oder aber ich setze ihn irgendwo hin und sage, ich komme gleich wieder, oder er fährt so lange dann in Köln mit der KVB und sagt, ich bin gleich wieder da, hast du auch schon gemacht,
Oder er bleibt zu Hause und dann fängt er aber währenddessen, ich im Reha-Sport bin, an zu nerven, wie lange dauert das noch? Deswegen hat er mir die nette Uhr da gekauft und da kommen immer alle WhatsApp-Nachrichten drauf, wo ich dann denke, das ist Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Du wolltest sie haben, ja, genau. Damit ich auch ständig erreichbar bin, ne? Schatz? Nee. Fluch und Segen gleichzeitig. Okay, ich brauche nicht immer das Handy in der Hand zu haben, ne? Das ist dann auch schon mal einfacher, ne? Dann gucke ich, selektiere ich nach, wo ich das Handy jetzt haben oder nicht. Aber ansonsten, alles klar. Aber er hat manchmal so einen Kontrollmechanismus drin, was ich manchmal nicht toll finde. Oder aber ich sage, ich muss eine Runde gehen. Du bist schon wieder weg. Was machst du die ganze Zeit? Ja. An manchen Tagen geht's gut, kann ich sagen. Dann sage ich einfach so, ich bin jetzt weg und tschüss, kannst mich dann, ne? Und wir sehen uns gleich wieder. Da meckert er, brüllt da manchmal was hinterher, alles gut. An manchen Tagen denke ich mir auch so, nee, ich kann nicht mehr, ich will einfach jetzt gerade mal nicht mehr. Und manchmal denke ich mir so, einen Tag für mich, mein Fernsehprogramm, nicht seins, das ist ja nur Sport, einfach nur mal Bein ausschrecken. Schaffe ich ja nicht. Schaffen pflegende Angehörige bei der Krankheit absolut nicht, nein. Das ist Katastrophe, schafft keiner. Ich bin der Erste, der auf ist und der Letzte, der ins Bett geht, ne? Ja. Ja. Wofür hast du mich denn? Ja, genau. Ich wollte. Scheiß Kaffee trinken, ne Schatz? Scheiß Starbucks. Ja. Wir haben uns bei Starbucks kennengelernt. Wir haben 2014 tatsächlich in Köln am Rudolfplatz bei Starbucks kennengelernt. Leider kann ich ihn dann nicht mehr anketten. Die haben das komplette Gebäude abgerissen. Die haben ein neues Gebäude hingebaut. Da können sie ja. Da können. Ja, und dann kann ich dich vielleicht an dem neuen Café, das war eine andere Kette, da anketten. Ich denke mal, wenn man jemanden liebt, akzeptiert man ihn so, wie er da ist und nicht, wie man ihn haben möchte. Ich verändere mich ja auch. Jeder verändert sich über den Zeitraum. Ich habe mich ja auch verändert in der Zeit. Kann ich gar nicht sagen. Also man braucht auf jeden Fall unterstützen. Entweder irgendjemand in der Kirche, der zuhört. Oder aber viele gehen ja in die Kirche. Oder haben da irgendwelche Seelsorger oder irgendwelche anderen Leute oder weiß der Teufel irgendwo. Oder aber irgendwo Sozialverein, wo man reingeht. Oder aber wirklich wie die Huntington-Hilfe. Irgendwo, dass man mit Leuten spricht. Alleine, glaube ich, hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich das Verständnis nicht von anderen und irgendwo Wissen von anderen bekommen, weiß ich gar nicht, ob ich das so hätte machen können. Kann ich gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Bis jetzt läuft es auch gut. Wir haben wohl gesagt, wenn ich das wirklich tatsächlich nicht mehr machen kann, aufgrund meiner Erkrankung oder sonst irgendwo, und ich das nicht mehr schaffe, dass es in eine Demenzwohngruppe geht, ne? Richtig? Ja, da, wo wirklich nur Demenz ist und nicht normales Altenpflegeheim. Aber wir haben gesagt, nur dann, wenn dieser Fall eintritt und ansonsten, ne? Richtig? Ansonsten bei mir, ne, Schatz? Ansonsten knuddel ich dich zu Tode, ne? Nee. Nicht? Doch. Doch, ja. Richtig? Ja, ne? Ja, genau. Die drei Probleme, ne? Ja. Alles klar. Aber das Einzige, was ich noch sagen kann, was mir eingefallen ist, er hat sehr früher sehr viel Alkohol getrunken. Seit Juli trinkt er jetzt keinen mehr. Danke, Richard. Auf mich hat er nicht gehört. Ja, hat dann geholfen. Und seitdem läuft es besser. Seitdem ist er auch freier vom Kopf her. Wir haben jetzt alkoholfreies Bier da. Und seitdem ist er auch wirklich fitter und stößt nichts mehr um. Und die Schluckbeschwerden von vorher sind von 100% auf 10%. Und die Aggressivität ist etwas zurückgegangen. Und. Also es ist besser. Er merkt das auch im Nachhinein, oder? Ja, er mag das auch. Der Alkohol hat er immer genommen, weil die Krankheit ist ja da. Und seine Worte waren immer, das ist das Einzige, was ich noch habe. Ich sage, so ein Quatsch. Ich sage, mit diesem Alkohol machst du das Einzige, was du noch hast, kaputt. Das hat ein langer Prozess. Auf mich hat er nicht gehört. Auf meinen Sohn hat er nicht gehört, obwohl er auf ihn viel mehr hört als auf mich. Auf Richard hat er dann gehört. Gott sei Dank. Also er hat es gemerkt, ne? Ja. Seitdem ist er freier, seitdem, abends war der wirklich um 9 Uhr, da war der so, der schwankte von rechts nach links, von links nach rechts. Ich war nur noch jeden Abend am Putzen, weil irgendwas umflog. Ich hatte irgendwann die Schnauze voll. Ich habe gesagt, Alkohol oder ich. Ja, und dann hat er sich dann für mich entschieden, gegen ihn. Aber ich habe ja gar nicht gesagt, dass du kein alkoholfreies Bier trinken kannst. Ich sage, lass diesen Alkohol weg. Ne?
Ab und zu, wenn wir weggehen, dann kann er noch einen Kölsch oder so trinken. Aber er merkt dann selber, nichts weiteres, hier gibt es ja auch alkoholfreies. Er guckt dann sofort nach. Es ist einfach so. Er fühlt sich besser. Es ist nur der Geschmack. Den Geschmack, den wir haben. Ja, das ist Gewohnheit. Ja, es war die Gewohnheit, die Krankheit runterzuspülen, zu vergessen, ne? Ja. Ja. Es ist einfach so. Und das machen viele. Aber wir erleben doch jetzt mehr, oder? Wir sind doch dauer unterwegs wieder, ne? Ja, nächste Woche fahren wir dann zum BDR. Frag doch mal die Maus. Aufzeichnung. Ja. Aber haben wir vor Corona, haben wir öfters Aufzeichnungen, ne? Ja. Egal welcher Sender, gibt es ja in Köln, ist ja überall, ne? Ossendorf, Hürth, WDR. Die gab es immer für kostenlos, die ganzen Karten. Jetzt, Mittwoch ist, jetzt fragt doch mal die Maus und dann fahren wir da zur Aufzeichnung. Ich freue mich drauf. Ja, ich frage immer, möchtest du hin? Ja, alles klar. Ja. Dann fahren wir dann dahin und dann danach die Woche nach Lemmele. Das Einzige, was er macht, ist, wenn es zu viel ist, darf ich nicht mit ihm reden. Dann wird es zu viel, wenn zu viel Geräusche sind. Richtig? Ja, das kann er nicht haben. Aber eine Aufzeichnung ist ja eigentlich ruhig. Von daher, er freut sich auch immer wieder. Deswegen, ich sage ja, überall, wir sind überall, so wie es geht, hingefahren, geguckt. Ne? Ja. Wir haben ja durch die Schwerbehinderung die Fahrschein kostenlos mit Begleitung. Vor Corona sind wir mehr gefahren, ist halt so, ne? Wir hoffen, dass es langsam wieder besser wird. Ne? Ja. Dann ist er wieder auf und davon. Und tschüss. Und tschüss, ja. Und tschüss. Ne? Ja, alles klar. Aber die Bochum sagen auch, wir wären ein eingespieltes Team.